Hallo zu diesem Video von der Zeche Nordstern. Leider war der Originalton so schlecht, dass ich es nachvertont habe. Der Wind hat die Originalaufnahme leider ein wenig leiden lassen. Die Zeche Nordstern war von 1866 bis 1997 aktiv und wurde dann zurückgebaut. Es fand dort auch eine Landesgartenschau statt auf dem Gelände. Heute ist es ein Park, den man ohne Eintritt besuchen kann. So, ich bin wieder unten am Kanal. Hier ist auch das Amphitheater und die Schiffsanlegestelle, die aber zurzeit nicht angefahren wird, weil ja Corona ist. Ja, auch das schauen wir uns heute noch an, das Schiffshebewerk Henrichenburg, soweit das möglich ist, denn das eigentliche Museum ist wegen Corona geschlossen.
Ja, das sind die in der Kritik stehenden Kraftwerke in Datteln, die jetzt wieder zur Unterstützung ans Netz gegangen sind teilweise. Und wo sich die Umweltschützer sehr darüber aufregen, dass sie sehr viel CO2 in die Luft blasen. Ja, mit diesen Bildern möchte ich mich für heute verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß bei dem Video. Leider kann man nichts Aufregendes zeigen mehr im Moment, weil man ja nirgendwo größere Ausflüge machen kann. Trotzdem finde ich, war es ein erlebnisreicher Tag. Bis zum nächsten Video also.